Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es wieder um Star Trek Online. Und zwar möchte ich heute mit euch die besondere Episode Mitternacht spielen. So. Ja, jetzt sieht man schon mal das kleine Schiffchen. Ich blende mal das Interface ein. Und zwar Mitternacht ist jetzt aktuell die besondere Episode, die jetzt veröffentlicht wurde. Und sie zeigt den... das Ende vom ikonianischen Krieg. Ja, ich habe die jetzt schon einmal gespielt, deswegen sieht man hier ein Fenster. We are gathering any remaining forces to mount a defense. And perhaps, if we are fortunate, we will be able to Krieg verläuft halt schlecht. Und man kann, man erhält beim ersten Mal einen Spezialisierungsband der Woche, dann dazu eine Uniform, die eine ikonianische Uniform und ein Titel, Friedensstifter. Und man kann auswählen zum Beispiel diesen Sollverteidigungsdeflektorschild der ersten Woche. Dann nächste Woche gibt es den Sollverteidigungsimpulsantrieb. Und dann gibt es das Sollverteidigungskovarianz-Schild-Array. Ja, und ganz am Ende gibt es noch ein Raumschiff-Eigenschaft. Ich nehme jetzt einmal diese Mission an. Ich habe einmal schon mal den Deflektor im Inventar, deswegen kann ich den schon mal zeigen, worum es überhaupt geht. Dieser Deflektorschiff wurde in den letzten Tagen des ikonianischen Krieges von der Utopia Planitia Flottenwerfer entworfen. Er verstärkt die Hüllen und Schildreparatursysteme und gewährt zusätzlichen Widerstand gegen Kontrolleffekte. Ja. Dann würde ich sagen, beginn mit Night. Man kann es gleich voraussagen, manchmal ist die Übersetzung nicht so ganz gelungen. You are cleared for docking. Es hat den Anschein, als ob die Flotte jeden eingezogen hätte, den sie finden konnten. Das hier ist der letzte sichere Ort vor den Ikonianern. Daher gibt es nur Sinn, dass dies auch die Bühne für unsere letzten Akt sein wird. Lassen Sie uns hören, was einige der anderen Kapitäne zur Lage zu sagen haben. So, hier haben wir auch schon Captain Korn. The High Command is still intact, and Kronos remains unconquered. Even so, this war cannot be won if we lose Earth. The Bortescue will fight until she can fight no more, as will I. If this is to be our end, then I will meet it with blade in hand and blood in my teeth. I can ask for no greater honor than to fight beside an ally who has shown this courage time and again. So. Okay. Was haben wir denn hier, Captain Sean? Glad you're here. We've been fighting non-stop and it feels like we're barely making a dent. Command says we're preparing for our last chance. I hope they have an ace up their sleeve, because I can't see a way to defeat the Iconians in a straight military battle. Whatever happens, just remember that you'll always have the Enterprise at your side. Vielen Dank, Captain Sean. All these years of pain and strife, and it comes to this? I cannot believe that this is how we will end. Our suffering, our struggles cannot be rendered so meaningless. You know what we have been through. This bitter taste, this grief that washes over me, cannot be the last thing that I feel. We will rise again from this. We must. Jolan True, Commander Sharok. Die Lage scheint ernst zu sein. Es klingt, als würden die meisten sich noch ein wenig Hoffnung klammern. Doch wir alle haben in diesem Krieg so viel verloren, dass der Druck für jeden immer unerträglicher wird. Wir begeben uns besser zur Besprechung. Hoffentlich hat Captain Karkran ein paar gute Nachrichten. Auf geht's! Also, wie schon gesagt, das ist jetzt die finale Mission vom Ikonianischen Krieg. Das heißt, seit gut 5 Jahren haben die Ikonianer ja schon immer was mit der STO zu tun gehabt. Und ja, es wird seit nach 5 Jahren alles geht jetzt zu Ende.
So, mit Captain Kagan sprechen. We have defeated one Iconian, but the cost to do so was too high. The Iconian forces are too numerous for us to sustain such a strategy. We have been forced to our last resort. The Krynim timeship has been modified, and we can use it to generate a portal to send us back to the ancient time of Iconia. Once there, we must prevent any Iconians from escaping the destruction of their home world. If necessary, we must kill the remaining Iconians ourselves. Okay, das heißt also, wir springen in die Zeit zurück, also vor 200.000 Jahren, bevor die Iconia angegriffen wurde und hindern daran, dass die Iconianer flüchten. Die 12. We presumably failed a temporal incursion, changing things in the past while remaining in a bubble of temporally shielded current time. This allows the timeline to unfold as it will, almost randomly. My team and I have been working on an alternative method that will actually send someone back in time to the past, where they can directly affect the timeline and help to guide it along the desired path. We've been running some basic scenarios that leave us quite hopeful that we can aid in the original attacks on ancient Iconia, to ensure there are no survivors for us to deal with in the present. Also, ja, es geht halt darum, sie haben die temporalen Schilder halt nochmal verbessert, damit wir, wenn wir durch das Portal fliegen, auch sicher sind und nicht beeinträchtigt werden. Und sie haben ein paar Szenarios laufen lassen und die sahen recht gut aus. This seems like an extremely risky plan, even if it's work. We will be engaging in genocide. Okay, das ist ein sehr gefährlicher Plan. Und selbst wenn es funktioniert, ist es fast wie Selbstmord. We cannot sustain this war. The Iconians will destroy or conquer every species in the galaxy. If we do not stop them now, there is no guarantee that this plan will work. But if we do not try, we will certainly lose everything. Our long-range sensors have detected signs of transit from the Iconian spheres. The Iconians must be preparing their heralds for another large-scale invasion. We are gathering our remaining forces to make our stand. Ja, wenn wir die Iconianer nicht stoppen, dann wird die Galaxie zerstört und jede Spezies versklavt und es gibt keine Garantie, dass der Plan funktioniert. Aber wenn wir es nicht versuchen, verlieren wir alles. Und die Langreich-Sensoren ja, haben eine große ikonianische Flotte entdeckt. Und deswegen schätzt Captain Kagan, dass sie eine neue Invasion planen. So, wir starten mal das Briefing. The Iconians have picked our next battlefield, and it is the Sol System. If Earth falls, we have lost this war. We have one move left to us, and it is to move this war to a battlefield of our own design. We will attack the Iconians in the past. We've identified that the Iconians were forced from their homeworld in an attack 200,000 years ago. We will take part in that attack and ensure there are no survivors to fight us in the present. Noi's team is busy reconfiguring the time ship. There are no guarantees, even with time travel on our side. We must hold out long enough for a ship to pass through a temporal portal. That means fighting this fight, and every other, until this technology is complete. Captain, this goes against everything we stand for. Everything we've been fighting for. You talk of honor, and duty, and freedom. All of these will just be words if we fail. We can try to live up to these ideals when we survive. Also, wer die Zwischensequenz und die deutschen Übersetzungen sind,
Ja, nett gesagt, total für die Tonne, weil das mit dem Portal wurde gar nicht gesagt. Er hat nämlich gesagt, um es kurzwörtlich zu übersetzen, dass sie einen Angriff vor 2000 Jahren auf Ikonia ausgemacht haben und dass wir dort zurückspringen und sie dort angreifen, um sie zu vernichten. So. Auch wenn die Untertitel trotzdem stimmten. Zumindest einige. Sie passt nicht zur Übersetzung. You are cleared for departure. Good luck. Deswegen werde ich auch immer nochmal die englischen Texte kurz übersetzen. Damit man auch weiß, falls jemand nicht so gut Englisch kann oder einfach, ja, Lust hat zu übersetzen, mache ich das dann nochmal schnell. So, ja, sie haben angefangen uns anzugreifen und Captain Kakan ruft uns. I've gotten word from Noi. They've completed their modifications and the Krynim timeship is on its way. We must hold off the Heralds long enough for the Krynim ship to arrive and generate a portal. Once the portal is opened, we will go back in time to ancient Iconia and try to change history. But first, we must survive long enough to do so. Wo können wir uns verteidigen? Verstärken? Enterprise here. We've intercepted a group of Heralds. Can you give us a hand with them? Verstanden, Enterprise. Wir sind auf dem Weg. This is the USS Hood. Our attack group is taking heavy losses. RRW Vivetrix responding to your call for assistance, Hood. Thank you.
immobilize. Man sieht schon hier alles ikonianische Schiffe überall. Schiffswerft stabilisieren, was haben wir denn hier so? Sieht aus wie eine Akira-Klasse, eine Galaxy-Klasse, eine verbesserte. Akagi hier, we've restored main power. Thanks for keeping the gantries intact. Und der Rest der Klasse. This is ESD Control. We're losing life support and transporters are offline. Earth's space dock has lost main power. We're evacuating the crew. So, die Schlachtschiffe ein bisschen getan, dass sie lieber mit uns handeln. Schön, haben die ionische Wirbel getroffen. Das ist, dass sie eine Rolle, wieso manche Schiffe dann halt so wie halb betrunken durch die Gegend wackelt. Das ist die ionische Wirbel. So viel Effekt ist kaum. Chimera blockiert jetzt das Space Dock, das ist gut. Und hier. Die Kreuzer ist bei Aktion. Nur noch einmal kurz was zu dem Mannheim-Effekt. Ich habe jetzt auch schon vermerkt gelesen, vor allem von früheren Videos, dass. Oh, jetzt bin ich jetzt übersprungen, tut mir leid. Dass wenn man Kobali-Kreuzer, wenn man gestorben ist, also das Schiff ist gestorben, dass man selbst auch gestorben ist. Und die Konsole hatte früher einen Cooldown von 5 Minuten. Ich wollte jetzt halt beides umgeändert, man stirbt jetzt nicht mehr, wenn man das Bild aus, also das Vergangenheitsschiff stirbt. Auch wenn es in sich sogar logisch war. Die Konsole hatte noch einen Cooldown von 2 Minuten. Dadurch ist sie der wesentlich stärker geworden. Doppelt. Und da kommt der Schlacht schon aus dem Portal. Jetzt. Ach, das Gem hat er. Aber die haben uns noch gefehlt. I told you I'd be back. And this time, I brought friends. We have brought together forces from every quadrant of the galaxy. The Atonians have done the impossible. They've united us. Ja, das stimmt, sie haben uns alle zusammengebracht. It doesn't look like things have been going too well so far. I left because I needed to find allies for this war. Ones who you couldn't or wouldn't talk to. The Dominion understands the Iconian threat, and they are quite eager to protect their stake in this galaxy. Sie kommen wie immer genau zur rechten Zeit. The Herald ships are regrouping. We should use this respite to our advantage. Form up at the KIS Anorax. We must protect it long enough for it to activate a time portal. Once the portal is stabilized, we can use it to go back to Iconia's past and hopefully undo this war before it starts. Das ist unsere einzige Option. Our situation is desperate. If we fail here, Earth will fall, and Kronos won't have much hope of standing without it. Das ist also unsere letzte Chance. Ich werde sie in der Vergangenheit wiedersehen, wenn das funktioniert. I'm arriving with the time sheet. Also nicht schlecht, wenn man die ganzen Yamato-Schiffe sieht, von Schlachtschiffe. Was die Seele sich doch mal ausdrückt. Auch wenn sie mir nicht ganz geheuer ist. Das ist schwer.
sieht einfach gar nicht richtig hier ist das Zeitschiff. Im Strahl, man sieht einfach gar nicht, hier sind viel zu viele Effekte. Und da haben sie uns zerrannt. Ja gut. Also man sieht schon bei all diesen Raidern, wenn die einen die ganze Zeit die Gegend auch direkt auf die Höhe rammen, kann man da nicht mehr so viel gegen machen. Würde ich sagen, betreten wir das Zeitportal. Standard-Außenteam. Energizing temporal emitters. Time portal is open and stable. Go! Get through that portal! Setting a course now. Is under attack. The Heralds are firing on the portal! The portal is destabilizing! Hurry! More gateways! An Iconium flagship is moving in! This is the moment of your extinction! Not today! Everyone, form up and cover our six. Hull integrity below 75%. Theirs not to make reply. Theirs not to reason why. Theirs but to do and die. Into the Valley of Death rode the 600. Hull integrity below 50%. Okay, das war gerade lustig. Und zwar, die Konianer haben gesagt, dies ist der Tag unserer Auslöschung. Dabei haben sie in der Sprachnachricht gesagt, eurer. Um es einmal kurz klarzustellen. Evaluating Astrometrics. Confirmed. We have traveled back approximately 200,000 years. Only our two ships made it through. There are no signs of Captain Cogran or his ship. We will have to continue the mission without him. Oh, wo ist er denn hin? Perfect. This will give us a moment to get our bearings and figure out how best to prevent the Iconians from escaping their doom. There are only 12 Iconians that we've encountered, so trying to deal with just those 12 will be a much easier task than trying to take on this whole world. Also als erstes hat uns halt bestätigt, dass wir in der Vergangenheit sind, auf Iconia sind. Und sie schlägt vor, dass wir uns nur auf die 12 Iconianer konzentrieren, anstatt den ganzen Planeten zu vernichten. So, dann lassen sie uns mal schauen, was wir über die Aliens oder Menschen auch hier lernen können. Und als erstes muss man ja wirklich sagen, es sieht wunderschön aus. Es ist, glaube ich, mit die schönste Episode von Star Trek in ganz Star Trek Online. Mal gucken, allein schon diese Gebäude. Und das ist also Iconia. Hier sehen wir auch schon ein Portal. Und ein Iconianer. Ja? Hm? Ja. Iconianer. Und wer bist du? Und wir begrüßen mal den Alien. Greetings of the whole to you, strangers, and welcome to Iconia. My name is Matarovren, and I am a herald of Matara. Before I can allow you to pass, I must scan you to ensure that your technology is of a sufficient level for you to be allowed access to our city. This will only take a moment. Gewiss. Your technology is sufficient, but your chronoton particles are substantially out of phase. Please follow me. You must speak to my mistress. Gehen Sie voran. Remember why we are here. Every Iconian must die in the bombardment, and their technology cannot be taken.
If even one Iconian escapes, this could all be for nothing. Keine Sorge, Sela. Ich habe nicht vergessen, warum wir hier sind. I recommend we begin by infiltrating their government building. We need access to their data and the gateway controls. Einverstanden, wir können nicht zulassen, dass auch nur eine ihrer Technologien überdauert. You've seen the ruins of a once mighty empire. This is Iconia at the height of its power. Die Herolde sehen hier so nett aus. Das sind ganz abnormale Menschen. Und keine Energiewesen und Kriegsmaschinen. Alles so friedlich hier. Und wunderschön. Schweben vor allem, das ist eine schwebende Stadt. Da unten ist Iconia. Wir sind im Himmel. So, wer ist das? Oh. Das ist also Mitara. Wie sie damals war, in friedlicher Form. Und nicht in der Energiezerstörungsform. Sieht da wirklich ganz anders aus. Mehr menschlich. Dann grüßen wir sie mal. I apologize for the interruption, honored one. These travelers have just arrived at our city. Their chroniton particles are out of phase. And per your instructions, I have brought them to you. Höflich zuhören. Thank you, Mataran. You may return to your station. Greetings, friends, and welcome to Iconia. It is highly unusual to receive visitors with such unusual chroniton signatures, and yet we have had two in less than a cycle. Do you know a being named Kagran? Oh, sie hat schon Bekanntschaft mit Kagran gemacht. Und das mit der Chroniton-Signatur mit der Zeitreisen. Ich weiß ja nicht, ob sie das so gut findet, wenn sie es weiß. Ich kenne ihn in der Tat. Wir wurden auf unserer Reise hier voneinander getrennt. Wonderful. He will be quite pleased to reunite with you. You should be able to find him in the residential district. I imagine you passed through the same chroniton charge nebula he did. That would account for the anomalous readings. So. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, wir sind also durch den gleichen Nebel geflogen und ist dann noch etwas, was wir wissen müssten. Since you are explorers like Kagran, I suggest you speak to Lemirin. She is the keeper of our world heart, a repository of all knowledge and a genetic record of the worlds we have visited. The astrometrics data in the world heart could prove quite useful to you. Do you have any questions? Ach so, der Herzkristall, also wo all ihr Wissen und ihre Technologien drin gespeichert sind. Frag ich mal ein bisschen, was sind die Rolle? Our world teems with life, but we were the first to become self-aware. Time is no enemy to us. An Iconian can live thousands of years. But our numbers have always been few, and as the years passed, we understood that would not change. Needing servants and companions, we found a local population that could be molded and shaped to suit our purposes. Fahren Sie fort. At first, we used them as beasts of burden, or for tasks that were too difficult or dangerous to do ourselves. I imagine your own species has similar creatures. Over the years, machines and technology began to replace many of those functions. And as technology advanced, what we needed from the Heralds changed as well. Ultimately, we needed beings who could think for themselves. Our genetic reshapers transformed the Heralds from beasts to companions. Now we have achieved a kind of symbiosis. The Heralds perform the routine tasks that keep our society moving. We provide leadership, technological advancement, and defense. Wie ist Ihre Beziehung zu den Herolden? We are patrons, parents, and perhaps even gods to the Heralds. In turn, they are our hands, our eyes, and our pets. Each Herald is created to fulfill a specific function for his master.
For example, it is my duty to interact with visitors to our world. But I cannot always be there to greet them. Mithalaran stands in my stead, examining those who seek our gifts and bringing any special guests, like yourself, to me. Wie werden die Herolde erschaffen? We begin with a particular genetic line. Sometimes we will use archived genetic material from the world heart, but most often we simply take what we need from heralds who already perform a similar service. We then resequence the genetic material in utero, removing any defects and enhancing natural abilities that herald will need. We also modify their behavior to ensure loyalty and remove unwanted aggression. Once they are born, we begin an intensive training process. Heralds mature very quickly, so by the time their training is complete, they are fully grown and ready to serve. Das wäre dann erstmal alles. Also sind die Herolde, so wie wir sie kennen, keine Kriegsmaschinen, sondern ein friedliches, ursprüngliches Volk gewesen, was dann von den Kronianern so gesehen verbessert wurde. Interessant. Mal gucken, die Kronianer sehen wirklich ganz anders aus. Und diese Uniform kriegt man auch, wenn man die Episode abschließt. Dann grüßen wir Amy Ren. Greetings, travelers. Are you explorers? Or do you come seeking our wisdom and guidance? Either way, I apologize. I am rather occupied at the moment. Please, return later. I should have time to speak to you then. Was können Sie mir den Herzkristall erzählen? The World Heart is the repository of all our knowledge. It contains the genetic information of every species on Iconia and all of our colony worlds. With it, we can colonize and repopulate an entire world, shaping it to resemble our home in just a few short years. It also holds a record of our culture, history, literature, and philosophy. This is why we call it the World Heart. It is, in a very real way, the center of our civilization. Danke. The changes we see in the Iconians are too great to be simple evolution. The Iconians shape themselves and the Heralds into weapons. Genetic engineering that is both efficient and terrible. Wir gucken mal, wer da ist. You made it. Something must have gone wrong as we entered the portal that disrupted synchronization. I arrived 2 weeks ago. I remain cloaked. Scanned the planet for several days, and then came to the surface as an explorer, seeking to open diplomatic relations with the Iconians. My ship is using the magnetic fields above the poles to help conceal its presence. Erkunden Sie die Iconianische Stadt. Was haben Sie gefunden? The Iconians of this time are nothing like the ones we know. They are flesh, and appear to be friendly and peaceful, if a bit arrogant with those they see as lesser. Come. They will allow us to move through the city freely. You should see this for yourself. Es freut mich auch, Sie zu sehen, Cargrin. Cargrin is either a fool, or he's being manipulated by the Iconians. Either way, he might jeopardize the mission. Ja, das war ja wieder klar, dass jeder so tickt. Sie sind beide verrückt. Also Kakan ist schon mal von den Konyanen scheinbar begeistert. Someone's calling for help. An injured herald. This could be a chance to learn about their physiology. Perhaps even find a weakness. Ja, sie hat hauptsächlich eine Schwäche. Can you help us? My herald is injured and I cannot leave him. I need someone to bring us some healing supplies. Erzählen Sie mir von den Herolden. Heralds are also native to this planet. They were not as evolved as we are, so we enhanced them. The Heralds are our companions and our helpers.
They are our hands and our eyes. And they are our children. It is rare for my species to reproduce. In fact, it has been more than a century since a new Iconian was born on this world. Perhaps we are evolving beyond the need for such things. We will endure here, and our heralds will spread our word throughout the stars. Ich verstehe, ich werde ihm hier raten. Thank you. There should be a healer nearby. Ich werde sie suchen. Alles in der Luft. Mann, sieht das schön aus hier. Auch diese Art Nebel, Energie überall. So sieht also ein Doktor von Iconia aus, okay. Do you require assistance, visitor? Sind Sie ein Doktor? Wir brauchen medizinische Unterstützung. Certainly. However, I do not detect any injuries or maladies in your physical form. What do you require? Das ist eigentlich nicht für mich, sondern für einen verwundeten Herold von Villa. Oh, of course. It is our duty and privilege to care for our heralds. I will follow you to the patient. Danke. We'll see who the lesser race is. Kisila? I have spent days among these people. They are very proud and very strong. Thank you, traveler. I appreciate your assistance. Das singst du über die Iconianer. How do you feel about your creator? The Iconians are parent, teacher, master, friend. They are our rulers and our gods, and I am grateful for their guidance. They give purpose and structure to our lives. We would not exist without them. Wie behandeln sie sie? Exceedingly well. We do what manual labor needs to be done, as well as other tasks. And in return, the Iconians give me all I could need or want. I know it might sound like enforced servitude to you, but I don't see it that way. The Iconians are our beginning and our end. I am nothing without my mistress, and serving her is my greatest joy. Danke, das wäre erst einmal alles. The Iconians' affection for their pets is a weakness. We can exploit that. Ach, Sela. I am not so sure. After all, we've seen how the Iconians will transform their pets. The Heralds are merciless killing machines. They have killed multitudes during this war. Deaths that we will avenge here. No more waiting. We need to finish our mission. In der Tat. I don't understand why you're bothering to help these people. We need to find the gateway controls, sabotage them, and be done with it. This could all be over if you'd let it. Wir werden Leuten ein Hotel von ungeachteten Umstände die Zeit dafür, um das mehr kommt. Ich werde in ihnen nur ein falsches Gefühl von Sicherheit wecken. Ich würde sagen, da wir zur Sternflotte gehören, werden Leute in Roten und helfen in ungeachteten Umständen. Jetzt gehen wir in den schwebenden Park. Clearly the Iconians have a highly developed sense of the aesthetic. That's fine, but what we need is to know more about their technology. And we're going to a park. When you have technology as advanced as the Iconians, wonders can be found anywhere you look. We should talk to that officer over there. Mit Iconianischen Sicherheitsoffizier sprechen. I see you are interested in this device. We are testing a new method of encryption. So far, it has proven to be most effective. To access the console, you must solve a series of problems that we believe only an Iconian could answer. Unfortunately, I fear the console is stuck in a testing phase, which is why I am protecting it. It may be a waste of time. You appear intelligent enough, but I doubt you or any of our other visitors could solve even the easiest of problems in the algorithm.
Dann lassen Sie mich die Konsole bewachen. Amiran möchte Sie umgehen sehen. I am not supposed to leave this area unwatched. But all of my heralds are performing other duties. And if Elmiran sent you, very well. Thank you, Traveler. I will not be long. Ich will Sie nicht warten lassen, Bitteran. Also, sie meint also, dass wir zu dumm sind für diese Konsole. Tja. Ja. Bitte geben Sie Ihre Wahl an. Wie viele Exotik-Fern sind einem Dement in einem Raum möglich? Okay. Ich weiß. So, 28 also. Geben Sie über die korrekte Lösung des nachfolgenden Problems ein. Berechnen Sie für eine Population von diploiden Organismen, die sich zufällig untereinander fortpflanzen und bei den 9% der Population ein homozygot-rezessives Merkmal aufweist, den prozentualen Anteil derer, die hinsichtlich dieses Merkmals heterozygot sind. So, 42. Auf Sicherheitsdatei Ikoba zugreifen. Die Ikoba haben kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie unsere Portaltechnologie begehren. Unglücklicherweise sind sie eine kriegerische Spezies. Kurz nachdem sie ihre rudimentäre Warp-Antriebstechnologie entwickelt hatten, haben sie einige bewohnte Welten angegriffen festgelaufen. Sie haben auch mehrere Versuche gestartet, Zugriff auf unsere Konsolen, somit unsere Technologie zu stehlen. Auch wenn wir nicht offiziell mit Krieg mit ihm stehen sollten, wir uns von Ikoba extrem in Acht nehmen. Zugang zu den Gateways ist den Ikoba strikt untersagt, und es wird ein Herold abgestellt, der die Bewegung aller Vertreter der Ikoba nahe dem Gateway-Zugangspunkt beobachtet. Laden Sie die Daten herunter. Und jetzt die Diener Siane. Von dieser Spezies hat man in unserer Zeit nichts gehört. Die Designianer haben uns mehrfach gebeten, ihre medizinischen Technologien zur Verfügung zu stellen. Unsere Analyse hinsichtlich ihrer biomedizinischen Ethiken haben jedoch ergeben, dass die Chance, dass sie in Anbetracht ihres primitiven Entwicklungsstandes eine Katastrophe herbeiführen, bei 84,6% liegt. Die Chance auf einen biologischen Krieg liegt bei 74,2%. Auch wenn ihre Handlungen uns gegenüber bisher stets ehrenhaft waren, hat eine Plage auf ihrem Heimplaneten den Bedarf an Manipulatoren steigen lassen. Unsere Empfehlung lauten, den Dinasianern weiterhin medizinische Hilfsgüter und Antigene zukommen zu lassen, um medizinische Technologien unter Verschluss zu halten. Auch die Daten laden wir herunter und wir loggen uns aus. It is just as I surmised. The Iconians are following their own version of the Prime Directive. They are attempting to protect lesser developed species from acquiring technology that they may not use wisely or well. Was sagen Sie denn, not so fast. We've only heard one side of the story. I'd like to know what some of the other visitors here think about the oh-so-noble Iconians. Okay, Selila mag die Ikonianer nicht eindeutig. Was haben wir denn hier? Ein ikonianischer Sanitär und ein Alienhändler. Was ist das für eine Rasse? Ikonie, okay, gut, keine Rasse. We will gladly give you the medicines you require, but our genetic engineering technology is off limits. Das ist ein Sanianer. The medicine will help with this plague, but what about the next one? We need the ability to take care of ourselves, but you won't give us the means to do so. I am sorry, but we have extremely stringent rules about who can use our technology. There are many species who are not yet ready to use our gifts safely and wisely. One moment, Falkar. Yes? May I help you? Unser Volk folgt einem ähnlichen Grundsatz in Bezug auf unsere Technologien, aber genetischen Regelsequenzen können Falkars Leuten helfen. Sie sollten sie ihm geben.
Yes, I will take your opinion under advisement, but ultimately, this is an Iconian matter. You are simply another visitor on our world. Dann überlasse ich es, das ihn. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Oh, die beiden, die sind ja auch ganz schön versteckt. Und das ist ein Koba, würde ich sagen. Das muss ein Koba sein. We haven't made much headway trying to reverse engineer the gateways. But just imagine what we could do with it. Oh, I have. You could move an army in the blink of an eye. Think about what would happen if all these heralds just showed up on your planet. Oh, they'd take over in a day. I'm still trying to acquire some of their data. Have you had any luck yet? Wait a minute. Nothing yet. Despite all their openness and hospitality, the Iconians have everything on lockdown. I can't even get near the building where they keep the world hard without some herald stopping me. Gehen wir ganz lässig weiter. If I were the Iconians, I too would think twice about giving people like these advanced technology. Einverstanden. This doesn't prove anything. So the Iconians had their reasons for withholding technology. I don't care, and neither do their enemies. We know the bombardment is imminent. This world will be obliterated, no matter how much you sympathize with the Iconians. And don't forget what we're here to do. There can be no survivors. Sehen Sie denn nicht etwas von sich selbst in diesen Leuten, Sela? Okay, eine ganz große Armada von Schiffen. Sind gerade von unseren Sensoren aufgetaucht und das in verschiedenen Arten. Okay, wir sollen müssen Aufmerksamkeit vermeiden. Tell your ships to drop into orbit above the polar region. My ship is cloaked there. Okay, wir gehen zu Karkrans Schiff. Da wir ja nicht noch mit den anderen Spezien auffallen wollen. Das wäre sonst richtig doof wahrscheinlich für uns. Excuse me, but I require assistance. We have lost contact with several of our colony worlds. I am attempting to increase the range of this communications console to re-establish the connection. But I need another set of hands to adjust the frequency while I attempt to dial in the proper network levels. All of my heralds are currently working on the evacuation. Would you be willing to help me? Ich werde tun, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Ein Phasendiskriminator, okay. Verringern. So. Curious. Our communications should be reaching the colonies, but I am not receiving any response to my messages. Something terrible must have happened. We were not concerned about the lesser races. Not at first. They were like children who wanted things they could not understand. It was our duty to protect them, to guide them. In time, when they were ready, we would have shared all of our gifts. Was werden Sie jetzt tun? I do not know. If the colony worlds have fallen, then I am sorry. Please excuse me. I must speak to our leaders. We already know the evacuation did not save them. But the gateway on New Romulus remained active for a time. Then we must cut off that path, now, before anyone escapes. Welcome, traveler. I apologize for my earlier absence. Do you have questions about our world? We have had contact with many worlds in our journeys, but we have found no people equal to our own. Some of the others resent the blessings our people enjoy. They seek to take that
which we will not give. Wieso haben Sie ihn den Zugriff verwehrt? Our policy is not to share our technology with species who are not sufficiently advanced to use our gifts wisely. When a society encounters advanced technology before they are ready, they often don't have the cultural or social development to handle it appropriately. This leads to war, genocide, and many other ills. We would protect the younger species from those tragedies. Our people believe also that each species has a unique destiny. To disrupt their path toward that destiny is wrong. All of the others must develop in their own time. Wer sind diese Spezies, die angreifen? We have had contact with many worlds in our journey. Wie gedenken Sie darauf zu reagieren? But while we are an extremely advanced world, we are not, in general, a militant one. Tiket will coordinate the defense, but I remain hopeful that we can reach a peaceful solution before blood is shed. Matara speaks for us, and she is quite a gifted diplomat. If all else fails, there are places known only to us and those who serve us. Our gateways can take us to these refuges to recover and rebuild. Will you help us? Das wäre erst einmal alles. The attack is beginning. I thought we'd have more time. We must retrieve the world heart and escape. Will you help us? The attack is beginning. We must decide how to proceed. I have spoken to these people, walked their streets, shared their meals. Regardless of what we know they will do in the future, the Iconians of this time are not evil. They are peaceful. And they are guilty of no crimes, worse than standing up for their ideals. The very same ideals, I might point out, as the Federation's prime directive. Sie sagen also, wir sollten ihnen helfen, auch wenn wir wissen, was sie später tun? You have walked the same streets as I, spoken to the same people. Can you allow them to die for crimes they have not yet committed? For my part, I find no honor in cold-blooded murder. Sie sind dieselben Stücke Straßen gegangen wie ich und mit denselben Leuten gesprochen. Sie haben bisher noch keine Verbrechen begangen. Für meinen Teil sehe ich keine Ehre darin, sie kaltblütig von hinten zu töten. Einverstanden, Sie, was denken Sie? It doesn't matter what these people are now. We know what they will become, what they will do. The Iconians will destroy my homeworld. They will bomb the archive in the Lena system and exterminate the preservers. They will incite the Undine to destroy Kessick IV. They will attack our homeworlds, kill those we love, and threaten our very existence. Das ist in der Zukunft. And that changes nothing. We know what will happen. In our time, they are poised to destroy or enslave the galaxy. There is no choice. We destroy them now and save ourselves. Das ändert gar nichts. Wir wissen, was passiert in unserer Time. In unserer Zeit sind Zerstörer und Versklaven die Galaxie. Es ist keine Wahl. Wir müssen sie jetzt zerstören und uns selbst retten. Aber haben wir das Recht, sie kaltblütig zu ermorden für das Verbrechen, das sie noch nicht begangen haben? It's a bit late for second thoughts. Our mission is clear. We don't have a choice. We're here and we will do what needs to be done.
Atone for your sins after you've saved the galaxy. Ich schätze, Sie haben recht, aber irgendwie bin ich mir von der Sache nicht so länger so überzeugt wie zuvor. The World Heart contains all of our knowledge and all our genetic data. With it, we can rebuild. We have a refuge built for those who serve us. We shall go there. Dieser schöne Plan, ihr bekommt jetzt erbaut, ist traurig. We should be able to access the gateway network from here. We could disable all of the gateways at once. We offered Lemirin our aid. There is no honor in striking down an ally from behind. The honorable thing would be to complete our mission and save our galaxy. Or do you not care about what happens to Kronos? We need to transfer the World Heart to a transportable format. I'll need your help to initiate the download from that console. Das ist also der Herzkristall. Okay. The download is proceeding, but it will not complete before the invaders find us. Na, wer kommt denn da angerannt? Das ist die sogenannte Allianz, die sich damals gegen die Konianer verschworen. Und das sind so schon tot. Da kommen wir noch mehr. Aber echt noch nicht genug, alle. Now we need to release the magnetic interlocks holding the core. I need you at the other console. So, die Verriegelung. Entsperrung der Magnetverriegelung einleiten. More invaders. They must not take the world heart. Speicherbänke des Hauptrechners löschen, damit sie auch ja, also die anderen Aliens bloß kein Teil von der Technologie. More aliens are coming. Protect me. Das sind ja die Ober. Dankeschön für eure Energie. Also, weg. Niemand auf mich zu schießen, dann schieße ich halt noch auf sie und auch ihre Schilder. Sonst kann ich wahr sein. Geben wir den Herzkristall frei. Oh, wenn der kaputt geht, dann. An. I fear that was just the beginning of the violence. My people are few. And most of our heralds are elsewhere. Defeating a significant force would be costly to both sides. I know you are not one of the whole, and I have no right to ask for your assistance. But would you help us evacuate the city? Selbstverständlich. Blessings of the whole upon you. We must gather as many of our people as possible and escort them to the gateway platform.
Once we are there, I will open the path to our refuge. Many of our people already left for colony worlds, but we have lost contact with them. I fear the worst. Was sollen wir als erstes tun? I recommend we locate Taket. She is our protector, and there are none who know the ways of our enemy as well as she. Taket is a fearsome warrior and has kept our people safe for countless millennia until today. Rescuing Iconians is not what we're here to do. When we came back in time, we did not know what we would find. Man, Offizier, wir brauchen keine Schilder. Ah, Taket kennen wir. Aber hier hat sie noch zwei Arme. I appreciate your efforts, stranger, but I cannot come with you. I will defend Iconia until my final breath. Ihr Volk stirbt, Taket. Es braucht sie. My people are weak. They have neglected the ways of battle in favor of science and art. They are philosophers. I do not wish for them to die, but they could have chosen the path of strength. I will die to defend them. I do not know if I can save them. Also, die Cat würde sogar erst im Volk sterben lassen, okay. I appreciate your efforts, stranger, but I cannot come with you. I will defend Iconia until my final breath. Sie müssen ihren herrischen Stolz beiseite legen und ihrem Volk helfen. You think it is pride that keeps me here? It is not for pride that I fight, but for dignity. I fight for my people. Sie haben den Respekt von allen, die von Bedeutung sind, erworben. Kommen Sie jetzt mit uns. I appreciate your efforts, stranger. But I cannot come with you. I will defend honor. Why should I care about honor when Iconian blood is being spilled on sacred ground? What honor have our enemies shown? They attack a peaceful world. Honor is meaningless. Derjenige, der seine Ehre verliert, hat nichts mehr zu verlieren. I appreciate your efforts. Your words have merit. If we go to the refuge, we can rebuild. There, we can plan our vengeance. No one will ever threaten us again. Denken Sie an Ihr Volk, Taket, nicht an Ihre Rache. She is a fool. She would let her people die so she could avenge them. Vengeance is a powerful weapon. Oh, Mann, lass uns meine Stadt heil. Oh, war das ist wirklich eine Tragödie. Alles kaputt gemacht werden. Ach, die Ringe, die von so schön schweben. Naja. Also, die Waffe von der Kette hätte ich auch gern. Thank you. You have shown exceptional kindness and valor in this trying time. I will miss my home. Iconia is precious to us, but as long as the whole survives, we can use the world heart to rebuild. Super Portalplattform gegeben. Ah, irgendwie komisch, wir machen genau das, was wir eigentlich nicht machen sollten. Wir sollten sie vernichten und jetzt helfen wir ihnen, sich zu retten. Naja. Immerhin, vielleicht geht er in die Zukunft und dabei, wir haben wir haben ein gutes Gewissen. These are not a warlike people. Not yet. That will change.
Bloodshed affects everyone differently. My people became warriors when an alien species threatened our home. And the Iconians will become conquerors. Oha, gut, dass ich hoffe, diese Brücken fallen nicht aus. Sonst wäre das ziemlich schmerzhaft. Wo seid ihr? Ihr geht jetzt auch mal ganz schnell auf die Plattform. Now I see your plan. We've won their confidence. Gather them together. Strike now, and we can eliminate them all. Na klar, Sela, war klar doch, dass du sowas sagen musst. Aber nein, ich werde keinen wehrlosen Unschuldigen töten. Egal worum es geht. The gateway open sequence. Didn't the others save the Iconians? Where are they? Wenn du wüsstest, Sela, ich habe ganz so das Gefühl, wenn man bedenkt. Sonst ist ja hier niemand auf der Plattform, also die anderen könnten eventuell wir sein. Oha, das hört sich gar nicht gut an für uns. Naja, dann machen wir erstmal das Portal auf. Ich hab jetzt den Effekt. We're losing ground! We can't hold them off or... That's it. Send them through. Er kann zu lassen. Er hat gesagt, dass er alle durchgehen sollen. No, this isn't our mission. Nein, Sela, das machst du jetzt nicht. Oh nein. Was macht sie da? Oh Gott, sie schießt doch jetzt nicht auf Iconianer. Was ist denn mit ihr los? Der Herzkristall. You took everything from me! The world heart! There's no time! The gateway is closing! Only 12 of us are left. That crystal contains our civilization. Sela, stop! We are better than this! I will remember this, Romulan. I will extinguish your people in payment for your treachery. This has all played out this way before. I am the cause for Hobus. Ach, schön sehr, dass dir auch schon aufgefallen ist. Sela ist an allem schuld. Das hat sich alles schon mal abgespielt. Seitdem sie darauf geschossen, auf die Konya geschossen hat, haben sie Rache geübt, indem sie Romulus zerstört haben. Und jetzt gibt das alle Dinge. I know what you are going to say, but I did what I had to do for my people. I should have acted sooner. If I had, perhaps Romulus would have been restored.
Aber Sela, sehen Sie denn nicht ein, dass Sie für die Zerstörung von Romulus verantwortlich sind? Wir haben 12 Ikonianer, nachdem wir 3 geschickt. Wir sind die anderen. That can't... Taket! What have I done? Sie haben eventuell nicht viele Möglichkeiten gehabt. Die Vorbestimmungsparadoxie besagt, dass Dinge nicht anders hätten verlaufen können, denn ansonsten hätten sie keinen Grund, in der Vergangenheit zu reisen. The Iconians have fled to Dewa 3, and the Gateway's console has been destroyed, so no one can follow them. Our fate may not have changed from our actions here, but we have done what honor demanded. We are not murderers. Whatever our future may hold, we will face it with our eyes open and our heads held high. We must return to our own time and see what effect our actions had. Na ja, gut, die Galaxie wird an sich zerstört, aber wir haben unsere Ehre nicht beschmutzt, das ist doch mal was. We're initiating a tachyon burst to reopen the portal that brought us here. That should bring us back to the exact moment we left the present time. The Heralds are firing on the portal! The portal is destabilizing! Hurry! Und fliegen wir rein, okay, wieder. Und hier kommen wir aus der Zeit. Jetzt zurück. Captain Cochran to Alliance Fleet. Stand down. I repeat, stand down. Oh, die Terminator-Brücke, okay. You have the world heart and the means to end this. Signal the Iconians. Show them we have it. And that we are the ones who save them. This is our last chance to end this war. Also so ein Dreadnought gegenüber zu stehen ist nicht so toll. Rufen wir mal Aaron Mirren. Do you wish to surrender? A wise decision. Also sie hat sich mal wirklich verändert, mehr Energie gewonnen. Nein, Aaron Mirren, wir sind gerade aus der Vergangenheit zurückgekehrt, ihrer Vergangenheit. Wir haben eine Herzkristall, um es zu beweisen. How did you acquire that? Wir haben es gerettet. Wir haben den Untergang Ikonias miterlebt. That is not possible. But yet, I see the world heart in your hands. It is time to end this. Your leaders, our unity. Now. Warten Sie. Oh oh. Und puff, da sind wir jetzt auf. Dem Dreadnought auf der Brücke vor 2 Ikonianern. Ah, oh, hallo Taket. Ja, jetzt hast du, jetzt fehlt dir der Arm wieder. Eine schöne Brücke, alles durchsichtig, hätte ich auch gern. Dann sprechen wir mit Amiran. If what you say is true, then that core contains all of the lost knowledge of our people. So much that we thought was lost forever. Will you return all the remains of our civilization to us? Dieser Konflikt muss enden und diese Wunde muss geheilt werden. Der Krieg hätte niemals sollen sein. Hate blinded us. Fear of the unknown
crippled us. Pain called out for blood in ever greater measures. The events of that day set us on this path. It grieves me to see where it has led. After we escaped to Dewa 3, protecting ourselves became our sole purpose. We transformed ourselves, our whole, even our heralds, to prevent another tragedy. And we vowed never to trust again. Ihr habt mir eins vertraut. I did, and it saved us. But we believed the other lost to us. And you were lost to time. And we preserved the whole by any means necessary. Sie sagen, dass sie sich selbst verteidigen wollten, doch das führt zum Tode unzähliger. Indeed, we protected the whole against the lesser species who would destroy us if given a chance. Who would steal what we would not give freely. And we did not mourn the deaths of those who were not a part of our unity. And then we faced you, a foe who would not yield, who subverted time itself in an attempt to destroy us. But instead, you showed compassion, even though you knew what would happen to your people if we survived. You helped us. Having felt such great loss yourself, you could not wish it on your worst enemy. Wir sind, was wir aus uns gemacht habt. Was ihr aus uns gemacht habt, Überlebende. I am humbled in the face of such integrity. I shall be forever grateful to you for showing us the error of our ways. Es wurde bereits genug vergossen. Lass uns den Krieg beenden. No, I will not accept this. Whatever these creatures did in the past is meaningless. They took my arm. They killed our sister. They broke our unity. And for that, I will destroy them. Habt ihr vergessen, was wir für eure Leute getan haben? Und für euch? Never forget what you have done, or what that creator, Nerissima, did. There will never be enough blood to wash away my need for vengeance. Seela hat den Verlust ihrer Heimatwelt betrauert, eine Heimatwelt, die sie zerstört haben. Sie haben ihre Rache bereits erhalten. A single world. I can destroy a million worlds, and it would not be enough. Your existence is an insult to the memory of our people. I will continue my fight, even if I must fight alone. Tiket, bitte hören Sie. She will not listen. Tiket has always been very stubborn. In a few thousand years, perhaps, her attitudes will change. Until then, be wary. Tiket is a formidable opponent, and I will not take up arms against her, even in defense of the other. But with those of us who remain, you shall have peace. We ask only for our home world. Leave Iconia and our servants undisturbed, and we will trouble you no longer. Das klingt fair, doch wir werden unser Abkommen von der Allianz ratifizieren lassen müssen. I understand, but our terms are not negotiable. We need time to breathe and contemplate. Perhaps in a millennia or two. Gut, leben Sie wohl. Okay, Sie mag uns immer noch nicht. Danke für den Frieden. Und auf. Und. Oh, wie schön.
schon wieder. Gucken wir mal, was Harry Kim uns zu sagen hat. Your compassion has accomplished more in one act than we could have with all the phasers in the fleet. Honor and selflessness have been almost forgotten over the past few years. That needs to change. It's time to act like Starfleet officers again. Jetzt müssen wir uns mit dem Wiederaufbau beschäftigen. We have a lot to do to heal the wounds the war has left on us all. But we've survived the Borg and the Dominion. We can survive this. Ich stimme zu, Captain Kim. There's a lot of work to be done now. We need to rebuild, recover, try to learn how to live in this new reality. But with people like you on our side, I know we can do it. Wir werden es schaffen, wenn wir alle zusammenarbeiten. So, ich bin mal gespannt, was Sela uns jetzt noch zu sagen hat. You probably hate me, and I don't blame you. Yeah. All I've done for our people. To protect them. To restore our power in the galaxy. But now I see everything that has happened is because of a mistake I made hundreds of thousands of years ago. I've made a lot of difficult choices in my life. And I didn't always consider the consequences of my actions. Today has made me wonder if there's another way. If I can be better than I am. Bin ich jetzt lieb oder bin ich jetzt böse? Wenn man bedenkt, Sela hat allgemein schon der Ohrmodus zerstört und die ganzen anderen Leute durch Zajia getötet. Aber wir haben den Krieg beendet, also sind wir mal lieb. I thought this was it. The last day. And I was ready, but I'm glad my daughter didn't have to die in defense of the Federation. That I get to go home after this. We all do. Thank you. Keine Ursache, Captain. Kagran! We have much to do, but first, we will celebrate. Let the blood wine flow now that the bloodletting has ceased. There is more to being a warrior than vengeance and death. True honor comes from doing what is right, despite the personal cost. The Iconians will depart, and we will rebuild. Mercy has triumphed where weapons could not. Now I will try to find a way to share this wisdom with my people. Many warriors have fallen in this war. Those of us who remain must walk the path of honor. Es war ihr Mut, der mir den Weg zeigte, Kagran. Mitternacht wurde abgeschlossen. Dann kämen wir einmal auf unser Schiff zurück. Und rufen das Allianzkommando. The war is over. Although we could not turn back the clock and restore the lives that were lost. And the planets that were okay, ja, der Krieg ist nicht zu Ende, wir bauen wieder alles auf. Okay. So, ich nehme jetzt mal die Telekom. And that is not always an easy one to make. I would be honored. Belohnung einsammeln. Ja, das wäre dann auch schon die besondere Episode. Ein kurzes Feedback dazu von meiner Seite. Ich muss sagen, es ist wohl mit einer der meiner Meinung nach schönsten Episoden bisher in Star Trek Online gewesen. Auch ein würdiges Finale zu Mikronanischen Krieg dem Ende, auch wenn es am Ende ein bisschen vorhersehbar war. Und ja, jetzt kommt Season 11 New Dawn raus. Das ist ein schöner Übergang gewesen. Und ich bin mal gespannt, was sie jetzt noch darauf zu machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.
Schreibt doch mal eure Meinung über die Episode, was euch gefallen hat oder was ihr noch sehen wollt oder wissen wollt, in die Kommentare. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.